die Energy Fashion Night, die vierte 2013. Wie hat es dir gefallen? Was waren die Highlights für dich? Also es hat ein paar ganz, ganz schöne Durchgänge gehabt. Sowieso habe ich super gefunden. Alexis mit seiner Haute Couture war wunderschön. Und ich meine, mein Herz schlägt eh für Scotch & Soda oder Scotch Maison. Und für den Casual-Bereich haben sie super Abdeckung. Und Texas war natürlich auch genial. Hat mir total gut gefallen und mir gefällt natürlich Live-Musik und Action rundherum sowieso. Machen wir bei Art & Ice auch. Ich finde, es war extrem gut inszeniert, gute Dramaturgie, gute Musik dazu, viel Action, schöne Frauen, wahrscheinlich auch gut aussehende Männer, kann ich ein bisschen weniger beurteilen, aber wirklich cool gewesen. Ich war überrascht, wo die Tänzer rausgekommen sind, wo sie selber noch gerummelt haben. Das, also, es hat so ein paar Überraschungseffekte gehabt. Und das, das ist immer das, was wieder so ein bisschen auffrischt, das Ganze. Das und dann... Beldona-Sachen gefallen mir immer gut. Das Highlight für mich war, wo dann das Wasser aus den Badewannen rausgerät hat. Das habe ich auch stark gefunden. Dimensionen, so eine grosse Show habe ich noch nie erlebt. Und ich habe wirklich heute gedacht, im Publikum, ich bin in der ersten Reihe gesessen, dass wir in der Schweiz so eine grossartige Show haben. Mit so Stars und Musik-Acts und so vielen Zuschauern. Das finde ich wirklich gewaltig, dass wir das in der Schweiz schaffen, in diesem kleinen Land so eine grosse Show auf die Beine zu stellen. Ja, wie wir gehört haben, ist auch die Energy Fashion Night 2013 wieder sehr gut angekommen. Eine super Show gewesen. Wir lassen die Gäste jetzt noch den restlichen Abend geniessen und dann geht es noch ab an die Aftershow-Party.